Hallo liebe Leute und herzlich willkommen in Heikes Landhausgarten. Heute geht es mal um ein ganz anderes Thema, was aber natürlich auch etwas mit dem Garten zu tun hat. Heute bauen wir ein neues Tomatendach. Zwei Tomatendächer haben wir schon und bevor wir mit dem Neubau beginnen, möchte ich euch die beiden einmal zeigen. Kommt doch einfach bitte mal mit. Hier haben wir ein älteres Tomatendach, das zeigt nach Süden hin, das heißt die Sonne von Süden scheint direkt auf die Tomaten. Die beiden Rosensträucher hier links und rechts neben dem Tomatendach, die halten hier den Wind ab, sodass die Tomaten ziemlich geschützt stehen. Denn hier bei uns, so mitten im Feld, da ist es schon häufig sehr windig. Links die Rose muss natürlich noch geschnitten werden, wenn die Tomaten dorthin gepflanzt werden. Hier haben auch immer Tomaten gestanden, aber die Tomaten sind hier nicht so gut geworden. Das liegt daran, dass dieses Tomatendach, wie ihr seht, direkt am Feld steht. Alle Teile sind offen und da es, wie ich das vorhin schon mal gesagt hatte, hier immer sehr windig ist, haben die Tomaten sehr viel Wind bekommen und hatten auch kein schützendes Dach, wo sie dran stehen konnten. Ja, und jetzt werden wir dieses Jahr hier keine Tomaten mehr reinpflanzen, sondern ich probiere das jetzt mal mit Gurken hier. Und jetzt gehen wir mal dorthin, wo das neue Tomatendach hin soll. Kommt doch bitte einfach mal mit. Hier soll das neue Tomatendach hier jetzt hinkommen. Wir haben hier eine schöne helle Wand, vor der die Tomaten gepflanzt werden. Die Wand zeigt nach Süden und für die Tomaten ist es immer sehr gut, wenn sie an einer oder vor einer Wand stehen, weil dort sind sie vor Wind geschützt und die Sonne reflektiert auch noch etwas hier an der weißen Wand und das tut den Tomaten beim Pflanzen sehr gut. Aus dem Baumarkt haben die Handwerker eben noch ein paar Kanthölzer geholt, die dann gleich zurechtgeschnitten werden. Gerade eben haben wir aus dem Baumarkt drei Hohlkammerplatten geholt mit einer Größe von 98 x 2,50 m und einer Stärke von 6 mm. Ein Kantholz wurde hier oben an dem Unterstand befestigt. Die Kanthölzer wurden auf entsprechende Länge geschnitten, die senkrechten in Einsteckhülsen unten gesteckt und dann wurden diese drei miteinander verbunden. Dann wurden die Querstreben oben miteinander verbunden. Dieses läuft jetzt etwas schräg nach vorne. Die Rillen wurden mit Silikonen aufgefüllt. Und jetzt wird das Glasdach in diesen Nut reingeschoben. So haben wir jetzt hier alle Dachplatten in den Nut geschoben. Und jetzt wird das Glasdach in diesen Nut reingeschoben. Für die Seitenteile haben die Handwerker einen Rahmen auch wieder mit einem Nut gebaut, in dem die Hohlkammerplatten eingesetzt wurden und haben die dann hier an den Pfosten befestigt. Diese Seitenteile schützen die Tomaten vor starkem Wind. So sieht das Tomatendach nun aus, wo es fertig ist. Unten um das Tomatendach herum haben wir eine Rasenkante gelegt. So, und nun ist unser Tomatendach fertig. Ich bedanke mich nochmal bei euch fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Natürlich mit der Glocke. Tschüss!